So Leute, lang, lang ist's her. Wir hatten mal ein Booster Collectors Display Opening von Ikoria. Das war so in dieser Corona-Zeit. Und ja, dazu kamen kurz danach, also schon fast 2, 3 Monate nach, diese Ikoria Collector Japanese Ancillius Packs Not for Resale raus. Bedeutete, jeder, der ein Ikoria Display von diesen Collectors Boostern geholt hatte, wurde betrogen, weil es gab 3 bestimmte Godzilla-Karten, die es nicht geschafft haben, in den Printsheet zu kommen von den Collectors Display-Dingern. Deshalb konnte das Ding einfach, konnte man diese 3 nicht ziehen und deshalb sind hier jetzt so Booster nachgekommen und man hofft einfach, alle 3 zu ziehen. Gucken wir uns mal an. Ich gucke mal, ob ich die noch auf die Reihe kriege. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wir haben zuerst, das ist das Mysterious Egg 1-0-2. Immer wenn das, ich glaube, mutated wird, kriegt das eine +1/+1 Mark. Okay. Ich wusste nicht, dass die Karten doppelt darin sein können. Ja, ich habe schon keine Ahnung. Aber sie ist cool. Und, oh mein Gott. Ja, das sind alle 3 dieser japanischen Karten. Ich hätte mir vorher mal richtig angucken müssen, welche das sind. Ich weiß, dass das hier dieses Viech ist mit haufenweise Marken. Das ist das Mysterious Egg und das ist, glaube ich, irgendeine Cycle-Karte, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder Mutate-Karte, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, das ist ein kurzes Video heute. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, was in diesen Collectors-Zusatzpacks drin ist. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt ihr seht. Ciao, ciao.